Herzlich willkommen hier im Wiener Stadion beim österreichischen Cup-Finale um den Bull Cup. Rapid ist der hohe Favorit, Stockerau, der Außenseiter in diesem 57. Endspiel um den österreichischen Fußballpokal. Es herrscht ideales Fußballwetter, ein wenig bewölkt, durchaus angenehme Temperaturen, die angenehmsten in diesem Mai vielleicht bisher. Und es sind, ich würde schätzen, etwa 12.000 Zuschauer gekommen. Hier die Aufstellung Rapid mit Michael Konzel im Tor. Hauptmann mit der Nummer 2, ein Mittelfeldspieler. Peter Schöttl, Nummer 5, der Libero. Christian Kegewitz, 7, stürmender Mittelfeldspieler. 9, Heimo Pfeifenberger, ein stürmender Verteidiger. Nummer 10, Andreas Herzog, der Regisseur. 11, Jan Auge Fjordtoft, eine der Sturmspitzen. Stefan Reiter, Nummer 12, hat sich zuletzt in die erste Garnitur gespielt. Nummer 13, Franz Resch, eine der Entdeckungen bei Rapid. 15, Hernán Medford, Sturmspitze aus Costa Rica. Und Michael Hatz mit der Nummer 19, der zweite Verteidiger, der Trainer Hans Kranke. Der Rapid-Anhang dominiert natürlich hier das Geschehen auf den Ringen. Obwohl die Stockerauer auch mit einigen Fans vertreten sind. Im Tor der Stockerauer spielt Peter Zajicek. Nummer 2 Mazura aus der Tschechoslowakei, ein Legionär. Mit der Nummer 3 Michael Keller, der Libero. Er hat früher mal bei Rapid gespielt. Nummer 4 Wenzel, Verteidiger. 5 Marek Ostrowski, bei ihm laufen die Fäden im Spiel der Stockerauer zusammen. Nummer 6 Rudolf Weinhofer, auch er früher bei Rapid. 9 Marco, eine der Sturmspitzen. 10 Walter Binder, bekannt von Admira Wacker. Nummer 11 Augustin, die zweite Sturmspitze. Nummer 13 Vacek. Und Nummer 16 Pospisil. Und der Trainer, auch ein großer Name im österreichischen Fußball, Willi Kreuz. Und hier kommen jetzt die beiden Mannschaften auf das Spielfeld, angeführt von Dr. Gerhard Kappe, der dieses Spiel leiten wird. Die Stockerauer, die Überraschungsmannschaft aus der zweiten Division, hier in diesem Cupfinale um den Bull Cup, ganz in Weiß. Und Rapid in den Traditionsdressen grün-weiß gestreift. Zunächst die Bundeshymne. Südländische Begeisterung da und jetzt die Hymne. So, jetzt ist die Hymne gegen Ende richtig durchgedrungen. Teilweise geradezu südländische Begeisterung hier bei den Zuschauern. Vor allem die Rapid-Anhänger sorgen im Augenblick hier für die Stimmung.